Hi, herzlich willkommen bei iPhoneTricks.de. Heute zeige ich euch, wie man bei der iPhone-Tastatur Wortvorschläge entfernen kann. Viel Spaß! Um generell alle Wortvorschläge zu entfernen, geht ihr einfach in die Einstellungen, dann auf Allgemein und scrollt ganz runter bis zu Zurücksetzen. Jetzt klickt ihr auf Tastaturwörterbuch und dann müsst ihr noch euren Code eingeben und könnt dann das ganze Tastaturwörterbuch zurücksetzen. Um nur einzelne Wörter nicht mehr vorgeschlagen zu bekommen, braucht ihr eine externe App. Dafür gehen wir in den App Store und suchen zum Beispiel nach SwiftKey. Diese App ermöglicht es euch, einzelne Wörter aus den Wortvorschlägen zu entfernen und hat auch sonst noch ziemlich viele coole Funktionen. Das ist natürlich nicht die einzige App, die diese Möglichkeiten bietet. Es gibt zum Beispiel noch die App Swipe, aber wir haben uns jetzt erstmal für SwiftKey entschieden. Wir öffnen die App und können direkt loslegen. Man kann sich noch da anmelden, aber das muss man nicht machen. Da ist jetzt auch eine kleine Anleitung. Wir gehen in die Einstellungen, rufen SwiftKey auf, gehen auf die Tastaturen und aktivieren die App. So, wir scrollen also bei den Einstellungen runter, bis wir SwiftKey sehen. Da klicken wir dann drauf auf Tastaturen und erlauben den Zugriff. Wir sehen schon Installation erfolgreich. Jetzt können wir hier bei SwiftKey selbst in der App auch noch Sachen ändern, zum Beispiel das Design. Wir können auch ein eigenes Design erstellen mit Hilfe unserer Fotos und können es dann speichern. Aber das ist ja jetzt erstmal nicht, was wir machen wollen. Wir wollen ja jetzt, dass die Wortvorschläge uns nicht mehr angezeigt werden. Wollen wir jetzt die SwiftKey-Tastatur aktivieren, dann können wir auf die Nachrichten gehen und tippen einmal unten links etwas länger auf den Globus. Und dann können wir SwiftKey auswählen und wir sehen, hier ist jetzt unsere SwiftKey-Tastatur. Wenn wir da jetzt Sachen eingeben und etwas länger auf den Wortvorschlag klicken, dann können wir einzelne Worte aus den Wortvorschlägen entfernen. Das ist vor allem hilfreich, falls man mal ein falsches Wort in das Wörterbuch eingespeichert hat und das dann wieder entfernen möchte. Und das war's auch schon. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Nach dem Outro könnt ihr jetzt noch weitere Videos angucken oder unseren Kanal abonnieren. Und bis zum nächsten Mal. Ciao!